Mensch, das wird ja was hier. Oh, hier hat einer sein kleines Schibili. Das war Leuchtfackel. Da war nun mein Schultertier. Den nehme ich mit. Na gut, okay. Wir haben die ganze davon vollstehen. Was ist denn das hier für ein Tier? Ist das ein Etherlight oder was ist das? Das ist ein Phönix. Ach, das ist ein Schibi nicht? Der Vogel, der sich aus der Asche erhebt. Ich hab 8 oder 12 Schibi. Damit jetzt keiner. Ha! Zu langsam. Komm doch her! Dein Phönix verrät dich, also wie ein paar. So, Gamer, was hast du gesagt? Pack den Bleistift wieder ein. Oh Mann. Immer dran denken. Dickes Rohr von einem Mann, der hat was zu kompensieren. Ja, deswegen. Wieso nimmt er den immer in die Hand? Wo sollst du den sonst hinpacken, Nico? Ich glaub das nicht. Der hört nicht auf damit. Die Story. Verschlafend blinzelst du in Richtung Fenster. Boah, ich hab geschlafen wie ein Stein, denkst du bei dir. Beim Umdrehen auf die andere Seite streift dein Blick kurz die Uhr auf deinem Nachttisch. 7.44 Uhr. 7.44 Uhr? Scheiße, ich hab verschlafen. Du reißt die Augen auf, um sie gleich wieder zuzukneifen. Die Sonne sticht dir in die Augen. Mehr tastend als sehend steigst du aus dem Bett und gehst zum Kleiderschrank. Dort greifst du dir deine Sportsachen und während deine Augen sich langsam ans Licht gewöhnen, streifst du dir deinen Sportdress über. Nicht ausgerechnet heute verschlafen, denkst du. Sportstunde bei dem alten Röger. Mist. Dort hast du schon 2 Verwarnungen. Eine dritte und du bekommst deinen Schein für dieses Semester nicht. Ein Blick auf die Uhr. 7.47 Uhr. Das wird eng. Über den Campus und zur Aula. Im Sprint brauchst du knapp 10 Minuten. Das muss klappen. Du rennst quasi zur Wohnungstür. Reißt fast das Schlüsselbrett von der Wand, als du dir deinen Schlüssel schnappst. Wie ein Wilder hetzt du die Treppen runter und quer über den Campus. Ein paar Kommilitonen schauen dich verwundert an. Du achtest jedoch kaum auf sie. Elegant über den kleinen Busch gesprungen, spart nochmal 5 Sekunden. So dein Plan. Du bleibst mit dem Fuß jedoch hängen und knallst lang hin. Schnell aufgerappelt und nicht umgucken. Hat keiner gesehen, sagst du dir. Scheinen eh nicht viele Kommilitonen unterwegs zu sein. Vor dir siehst du schon die Aula. Linksrum zum Tor kostet nochmal 3 Minuten. Nicht mit mir, denkst du. Die kürzeste Strecke zwischen 2 Punkten ist eine Gerade, hast du gelernt. Du musst grinsen, was für komische Gedanken man doch manchmal hat. Egal, hier passt es. Die Aula mit dem Sportplatz ist zwar von einer Mauer eingeschlossen, aber vor dir an der Ecke steht der Sammelbehälter für Altkleider. Wie eine kleine Rampe steht er da, um dir das Klettern über die Mauer zu erleichtern. Geschmeidig wie eine Katze sein und diesmal klappt es. Elegant springst du von oben in den Innenhof. Auf dem Boden rollst du dich elegant ab und nutzt den Schwung dazu, direkt wieder auf die Beine zu kommen. Dein Ziel vor Augen, die Tür. Du wirst das schaffen. Ein letzter Sprint und du fliegst förmlich gegen die Tür. Greifst zur Klinke, drückst diese runter und die Tür ist zu. Hä? Jetzt? Du versuchst erneut, die Tür zu öffnen. Vergeblich. Sie ist zu. Verblüfft stehst du da und schaust dich um. Ein Blick zur nahen Kirchturmuhr zeigt dir 8 Uhr. Eine perfekte Punktlandung. Dong, 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 hörst du die Turmuhr machen. Wieso läuten die Kirchenglocken? Das machen die doch nur zur Messe. Du haust sie mit der flachen Hand an die Schirn. Ich bin aber auch ein Vollidiot. Heute ist doch Sonntag. Ich Blödmann hätte ausschlafen können. Während du dich über deine eigene Blödheit amüsiert aufregst, schlenderst du über den Hof zum Tor. Dort angekommen musst du dir feststellen, dass das Tor verschlossen ist. Was jetzt, denkst du dir? Die Mauer ist von dieser Seite zu hoch. Dort komme ich nicht rüber. Du überlegst kurz, dass es doch bestimmt irgendwo drinnen einen Hinweis geben muss, mit welcher Kombination das Schloss wieder aufbekommst. Doch als erstes gilt es, einmal ins Gebäude überhaupt reinzukommen. Du drehst dich also wieder in Richtung Aula und beginnst, dich umzugucken. Und hier beginnt euer Abenteuer. Ganz zaghaft, aber dennoch nach und nach trauen sich unsere 5 Protagonisten in das heutige Abenteuer. Jetzt seid ihr gefragt.
damit ich unser kleines Trüppchen ein bisschen besser im Auge behalten kann, werde ich mich ab jetzt in den Spectator-Modus begeben, dass ich nicht durch meine pure Anwesenheit vielleicht sogar den ein oder anderen Hinweis unwissentlich erteile. Kann ich nicht. Interessante Sache, ja. Da hinten war ja so ein Dreieck, ja. Schönes Dreieck. Ja, da sind wir ja gerade fast alle. Ich meine, da war ja auch ein Pfeil, in welche Richtung. Vielleicht ist das in die Richtung, müssen wir zählen. Oder die müssen wir zählen. Also quasi von rechts nach. Also hier in dem ersten Turm ist Mana 3. Genau. Das Mana ist eine 6. Genau. Fehlen ja nur noch zwei Zahlen. Und wir haben ja ein viereckiges grünes. Ja, und? Sechs von links, von rechts. Aber die Dreiecke wären ja zu viel. Zählt. Ja, versuch's. Ich hab's ausprobiert. Irgendwas haben wir übersehen. Auch die Frage, ob dann als erstes die oder erst die kommt oder ob man das zusammen rechnet. So, das kann ich schon mal sagen. Mathe wird hier nicht benötigt. Also ihr braucht jetzt nichts rechnen, keine Quersummen oder ähnliches. Schön, ich habe heute schon 7 Stunden Mathe gemacht. Also auf gut Deutsch, ich muss nur die richtigen Zahlen finden. Man kann natürlich auch alle 10.000 Kombinationen durchprobieren, das würde auch gehen. Ren, probier mal 48, 52. Wie kamst du jetzt auf die Zahlen? Von den viereckigen sind 52 im kompletten Rundell und dreieckigen sind 48. Künstlerisch nicht so begabt, aber das sollen Augen sein. Ja, ja. Gut. Die haben wir, glaube ich, klar erkannt. Okay. Okay, also das Dreieck hier ist auf jeden Fall in der Mitte. Ja, es sind 7 rechts und 7 links. Auf der anderen Seite mit dem Viereck sind links 6 und rechts 4. Fangen schon mit den schweren Rätseln an. Männer, so. Streikt euch ja an.
Also die erste Zahl war ja 6, die wir haben. Dann genau. Waren 3 und dann waren wie die Ecke auseinander? Nach links hin waren es 6. Was meinst du jetzt mit auseinander? Was der also wie viel Abstand da war. Komplett einmal rum. Nee, jetzt mit dem Viereck. Also wie viel Unterschied das ist, weil das ist ja nicht in der Mitte. Das sind 2 Unterschied. Nach links sind 6, nach rechts sind es 4. Beim Dreieck ist es gleich. Wäre 0. Ob nicht das vielleicht ersten Aufgabe scheitert. Ja. Ich dachte vielleicht eine 0, dafür, dass es halt in der Mitte ist. Vielleicht die 2, weil es halt ein Unterschied ist. Ja, dachte ich auch. Habe ich schon aus. Mir steht einer und hat Bein hoch. Alarin. Exit Pin. Oder vielleicht von der 3 2 abziehen. Ohne rechnen. War die Aussage. Ja. Dann weiß ich nicht. Nee. Warte, Exit 2, 3, ja. Hab ich schon was. Hätte auch erst ganz. Oh, das passt auch nicht. Irgendeiner spielt ja den Busch. Das ist mal, wenn du was falsch eingibst, glaube ich. Nicht verwirrend, Fritz. Komm, hallo. Aber ist eine gute Idee. Also, wenn du hörst, dass der PIN falsch eingegeben wird, darfst du trommeln. Oh, dann darfst du jetzt eine Viertelstunde trommeln. Ich glaube, das kommt mit einer Viertelstunde nicht aus. Das heißt, wir scheitern schon daran, überhaupt in den Raum reinzukommen. Ja, das ist schon echt genial. Okay, komm. Nessie. Gib jemand einen Stack, ne? Ja, ja. Also nimm auch ruhig einen Stack trinken und einen Stack essen. Ist ja immer über Zeit, dann können die in aller Ruhe. Gilt ewig. Yes. Haben wir schon die ganze Zeit neben uns liegen. Ich habe selbst die Story mitgeschrieben. Was hast du gemacht? Ich die Story mitgeschrieben? Sachen mittlerweile. Oh, was war das denn gerade? Also die Story ist definitiv nur Story. Also nicht, dass ihr da jetzt meint, die 7.44 Uhr hätte irgendeine Bewandtnis oder so. Also das. So, also ich glaube auf jeden Fall, dass die erste Nummer ist, weil die Augen. So, Fritz, spendiert euch einmal eine Runde Essen eben und trinken. Wer möchte? Alle laufen weg, die wollen alle nicht. Wir sind alle zum Ausgang. Wir haben gedacht, du kommst gleich wieder raus. So, das ist das eine Portion. Hallo? Einer nimmt beides. Ja, ja. Wer hat? So. Das hat. Gut. So. Nächste Portion. Danke. Der kleine Clown. Braucht immer nur eins von Essen. Das regeneriert über Zeit mehr, als ihr habt. Doreen, geh eben. Ich bleib hier stehen. Dann kannst du an deinem Punkt. Ich brauch kein Essen. Okay. Das ist dann mehr Ansporn für mich. Okay, ich habe mir jetzt ein paar Sachen auf. Das nicht geht. Probieren wir es weiter. Tut mir leid. Dann habt ihr schon. Spieler. Bitte heben Sie das auf. Jeder bekommt was. Doreen, nimm. Do it. Das Sam liegt doch was. Okay. Jetzt nicht mehr oder was? Och. Ich weiß auch nicht, wie ich das Schild deuten soll. Also. Du sollst rechts rum gucken.
Weil du ja eine Reihenfolge brauchst. Links rum. Meine ich doch. Guck mal, alle rennen sie weg vor einem. Was, Tasse? Das sind ja schon wieder viele Hinweise, die du gibst. Ach doch nur nein. Ich sag nur ja und nein. Ich denke mal, das erlaube ich mir. Ich habe ja meine Regeln selber aufgestellt. Eigentlich müssten sie einmal selbst die Nummer eingeben. Die haben ja keine Nummern gesagt. Zu Nummern so, sage ich nichts. Du kannst ja kontrollieren, ob eine der Nummern richtig ist. Du musst ja mal alle vier richtig haben. Das wäre auch was, genau. So, erste eingeloggt und dann probierst du die nächsten 10. Irgendwann passt es, dann brauchst du nur auf 40 mal drehen. Ja, wir probieren einfach alle Möglichkeiten, die es einmal durch. Okay, ich ich habe mittlerweile 10 Zahlen hier stehen. Also PIN-Zahlen sind immer nur vierstellig. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das wisst, aber... Ja. Gut. Dabei, war jetzt nicht böse gemeint. Das war definitiv nur eine Sache, wo ich mir nicht sicher war. Nee. Das sind ja nur die Zahlen, die sie schon alle da so... Hm? Okay. Ja, nicht, dass ihr gleich versucht, eine IBAN-Nummer einzutragen oder ähnliches. DE32. Genau. Bitte merken, Spenden gehen an wohltätige Hände. An Sams. An Schulen, die ihren Schulhof abschließen. Ja. Vielleicht sollte ich so Hinweiskärtchen verhökern. Ja, ne? Ich kaufe ein B. Ja, gebe ich dir ein B. Hier hast du ein B. Bitte per Post. Ja, okay. Gut, kriegst du dann morgen. Ich habe auch einen Zettel hier liegen. Ach, ja. Auch schön vorher. Ich wollte gerade sagen, ihr seid in der Gruppe unterwegs und ziemlich still. Die einzigen, die ich hier so überlegen höre, sind die Mädels. Also in erster Linie, sag mal. Die sind immer ein bisschen mitteilsamer. Also als ich alleine war, war ich viel gesprächiger. Ja, wie gesagt, Mr. Fritz ist auch schon durchs Elend gegangen. Ach. Viel zu leicht. Ja, da sehen wir ja, wir scheitern ja schon an der ersten Aufgabe. Und wir sind nicht in Solo unterwegs. Ich saß auch 30 Minuten. Nee, ich glaube ein bisschen länger warst du schon. Nee. Ich habe mich nur leider mit Kommentaren nicht zurückgehalten, also. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, wie oft ich mir sie noch angucken will. Irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Ich vertraue der Zahl nicht. Welche? Nein, also es ist definitiv, wenn da eine ist, ist das auch eine. Und wenn da eine ist, ist da auch eine. Wenn man nur einfach denken könnte, dann... Also da sehe ich jetzt nur noch 0-0. Meine Augen. Oh Gott, ich bin kein... Ich bin kein Grafiker, ich habe mein Möglichstes getan. Das war doch mal. Nee, das ist... Hoffe ich mal. Ja, das habe ich noch nicht raus, wie man das... Ich bin erschöpft. Kann das sein, dass man mit dem Bier keine Ausdauer regeneriert? Ja. Ja. Ausdauer machbar sein. Das ist doch viel zu schlimm. Bei Felestias raucht die Birne. Sieht gerade richtig cool aus. Ja, durch das Bier, ja. dieses Wirbel über dem Kopf. Ja, ich fühle mich auch gerade so. Obwohl ich gar kein Bier gekriegt habe. Hat jemand alles weggegriffen? Nein. Ich meine jetzt hier zu Hause. Alles gut. Ach so. Ich habe kein Bier zu Hause, von daher. Okay, ich habe jetzt eine weitere Zahl. Jetzt probiere ich alles nochmal mit der Zahl durch. Wo hast du die denn hier? Teil die Idee. Ja, eigentlich das, was die Nessin schon
gesagt hat, mit abzählen. Also komplett abzählen, alles drunter rum. Mäp. Ich hatte Mörp gemacht, als Fritz getestet. Irgendwie sind die Ideen selber wirklich. Ja, wir können ja mal zusammenfassen, ne? Wir sehen. Und ein Pfeil mit komischen Augen und Augenbrauen. Das kann ich bestätigen, das seht ihr, ja. Das Dreieck ist ja in der Mitte von ganzen Locations, also es ist quasi zentriert. Das Viereck aber nicht, weil das ist um zwei verschoben. Warum? Soll uns das was sagen? Das ist hier. Ja? Mal an dem Platz die Wand ab. Auch gedacht, man sieht vielleicht was durch die Fenster, aber da sieht man auch nichts. Was eine nee, nicht hier, wo das Viereck ist. War nicht die. Also, zweite Tür. Ich glaube, die ist irrelevant. Ja, die ist ja schon. Hatte ich eine Tür nicht gekennzeichnet? Warte mal, nicht, dass ich da jetzt eine. Doch, steht Ausgang dran. Okay, gut. Also an der einen Tür, bei der anderen Tür. Da steht doch, da steht auch Exit, glaube ich. Ja, da steht Exit. Von den drei Türen, ja. Genau. Und die eine ist die, wo wir rein wollen, da steht natürlich nichts drin. Gut, okay. Dann habe ich. Ich habe schon jetzt echt gedacht, ich hätte irgendwas vergessen. Nein, alles gut. Alles richtig. Wie gesagt, alles möglich. Wie gesagt, ne? Early Access. Ich hoffe zwar, dass ich alles behoben habe und dass alles funktioniert, aber. Es sei denn, wir stellen uns zu dämlich an. Obwohl es im Moment nach aussieht. Ja. Das würde ich jetzt nicht sagen. Hat nichts mit dämlich zu tun, ihr habt eine andere Herangehensweise. Genau. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie viele Ideen ich hatte. Ich habe nicht mitgeschrieben, aber es waren etliche. Also ich sag mal so, gesagt hast du mir mehr, als ich jetzt hier gehört habe. Wobei ihr habt natürlich ein bisschen mehr getestet, ohne das zu sagen. Aber... Ja. Lässt sich aber auch nicht anders machen, weil Fritz ja im Treib ist. Der kann ja jede Tür sofort aufmachen, ohne dass er den Pin braucht. Und deswegen musste man das so machen, dass er mir die Nummer dann sagt. Ja, klar. Die Türme sind auch absolut identisch. Das ist besonders. Nee, das ist... Das Einzige, was unterschiedlich ist, sind die Fenster pro Wand. Ja, das ist anders, aber ich... Weil das auch Zufall sein kann. Bin ich mal so fair und bestätige das an dieser Stelle. Das ist Zufall. Was hat er mit dem Dreieck und den Ich habe sogar schon die Lebenszahl der Tür ausprobiert. Die was? Die Lebenszahl der Tür? Ja, 6250. Ah, das ist auch eine Idee. Gut, weiß ich was für den nächsten Raum. Der Brunnen ist auch völlig normal, ne? Den habe ich da platziert, damit ihr halt was zu trinken habt. Ja. Hat nichts damit zu tun, ist außerhalb des Escape Rooms. Also der endet an der am Zaun. Genau, richtig. Warum sind jetzt auf einmal die Tech-Lichter hinten an? Das habe ich gemacht, weil anscheinend wurde am Generator rumgespielt und die Lichter sind ausgegangen. Ah, schau. Am Generator rumgespielt? Ich weiß nicht, also, siehst du mich, Sammy? Ja. Hier, diese Lichter. Immer alle, die jeweils ganz außen sind. Nein, die habe ich extra ausgemacht, weil in der Nacht sieht man sonst die schönen Beleuchtungen nicht. Ach, das doch. Das war Absicht. Wie gesagt, alles, was jetzt hier ist, ist Absicht. Das ist nichts mehr mit Fehler oder irgendwie sowas, was Deko betrifft. Das ist alles exakt so, wie es sein soll. Lass doch dein Mitglied teilhaben an deinen... Woher weiß ich, dass du Mitglied bist? Ach, super.
Ach ja, doch, du hast den gleichen Namen, Kennung. Okay. So, jetzt stehen sie alle am Ausgang. Finde ich cool, wie sich das so einmal ringsrum. Ja. Hm? Ist richtig cool. Ich habe echt Sorgen gehabt, dass das vielleicht zu einfach sein wird. Also mit den Artefakten ist auf drei Seiten unten da oben gelb und auf einer Seite ist unten gelb und oben. Hm? Kann nicht sein. Ach. Naja, die sind ja hier jeweils getauscht. Ja. So, Lina. Nessin hat recht. Da ist ein Artefakt, das ist anders. Da ist andersrum. Da ist lila oben. Das ist Alex exakt richtig, das ist gespiegelt. Das ist gespiegelt, du hast auf zwei unterschiedlichen Seiten. Oder? Ihr braucht hier nicht sagen, dass ich hier falsch gearbeitet habe. Nein, das war jetzt auch nicht deswegen. Ich habe nur hier... Ich wollte sagen, bei den Artefakten da wieder klingelig. Bitte, was hast du gesagt, Sammy? Bei den Artefakten, da bist du pingelig. Ja. Ich musste die ganzen Dinge aufbauen und musste gucken, welche Farbe am schönsten ist. Okay, Neslin, hau was raus. Irgendwas, was ich jetzt hier eingebe. Was denkst du, Gino? Ich versuche, die ganze irgendwelche Zahlen zu kombinieren. Das sollst doch nicht rechnen. Ich tanze jetzt. Ja, ich habe heute schon zu viel gerechnet. Wie gesagt, rechnen ist nicht notwendig. Ja. Marco, was ist bei dir? Lauf im Kreis. Oh, da stehen wieder welche vom Tor und ich habe es nicht mitbekommen. Oh, der ist ja ganz schön voll hier. Gib's auf. Also, was? Neue Seite. Nee. Neue Seite? Neue Seite. Ja. So viele Nummern und Zahlen schon aufgeschrieben, oder? Schreibst du dir deine Überlegungen auch auf? Oh, krieg ich auch welche. Magst du Kränzchen? Oh, die sind cool. Kränzchen? Was sind Kränzchen? Grafik. Ich glaube, das sind diese runden Kekse mit dem Loch in der Mitte und dem Zucker oben drauf, ne? Oh, ja. Ach ja. Okay. Ach, toll. Ich stehe einfach die Zuckerstücke auf dem Keks, so man gemacht. Jetzt sind doch bloß zwei Zahlen, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, stimmt, von 0 bis 9. Ja, genau. Vor allem, wir sind 5 Leute, die ausprobiert haben. Das ist. Ja, du könntest ja mal alle Zahlen einfach mal. Da, Tür ist auf. Wer hat sie aufbekommen? Ah, ich? Mein Mann. Begründung? Keine Ahnung. Das war das erste beim Ausprobieren. Oh mein Gott, nee, das ist ja jetzt doof. Das ist ausprobiert gewesen, bloß? Das war purer Zufall, nein, das ist... Oh mein Gott! Bingo! Ob das jetzt die richtige Logik ist, weiß ich nicht, aber die Tür ist auf. Also exakt, haben wir einfach so kompliziert gedacht. Exakt das war es. Ihr habt zweimal die Lösung gedacht und ich habe so in mich reingegrinst, ich habe gedacht, kann nicht sein. Ja, die sind rumgelaufen, ne? Ja, wir haben alle drumherum gezählt, aber nie die eigentlichen. Als sie diesen cool. Satz gesagt haben, habe ich auch gelacht. Ja. Wobei, du musst gucken, ob du vielleicht die Balken von dem Schild draußen eine andere Farbe machst, weil die sind auch grün. Zwei. Ja, die sind außerhalb des Escape Rooms, deswegen, die zählen nicht. Ja, ja. Seid ihr alle drin? Nicht, dass jetzt einer noch draußen ist. Alle drinnen. Okay.
Da hinten ist ein Kühlschrank, falls ihr was brauchen solltet. Genau, also was mit Essen und Trinken zu tun hat, noch als zusätzlicher Hinweis, hat nichts mit den Lösungen zu tun. Das ist wirklich nur für eure Verpflegung gedacht. Da oben. Da ist ein D. Ja, und eine 3. D1 steht gleich 3. D gleich 3, ja. So, Fritz, du solltest dich jetzt irgendwo verziehen, dass du dich vielleicht störst. Okay, ja. Hier ist eine Leiter. Ich glaub, da ist eine Wand. Bist du noch im GCM? Kannst du mal die Wand eben zumachen hier? Ja? Meinst du beim Elektro? Ja. Und da ist ein B. Ich hab... Sorry, hab ich vergessen zu covern. Ich hätte auch erst gedacht, man kann von einem zum anderen springen, aber dafür bin ich zu schusselig. Oh, okay. Der Gamer kann das, ich bin dafür zu ungeschickt. Der Gamer auch. Jumping Puzzle war noch nie meins. Ich hasse Jumping Puzzle. Ah, verdammt. Das wird jetzt lustig. Ihr habt die Story im Hintergrund, im Hinterkopf. Ihr seid in einer Turnhalle. Ja, ja. Ich weiß, aber ich bin Mir fehlt der Gerätewagen. Warte mal. Was wolltest du sagen, Doreen? Schreibst du dir die alle auf? Ja, ich habe D gleich 3 und B. Was haben wir sonst noch? Ein einzelnes D. Hier vorne am Kühlschrank, wenn du da hoch. Moment, ich sehe dich gerade nicht. Ja, am Kühlschrank. Ah ja, B auch noch. Und D ist gleich 3. Ja, also nochmal Glückwunsch an alle fürs Lösen natürlich des ersten Rätsels. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Micha, herzlichen Glückwunsch. Ich sehe da oben noch was. Und zwar, wenn man hier steht und da oben hoch guckt. Da ist ein C. C hast du auch. Weißt du, warum du keine Flügel mitnehmen darfst? Ja. Die hätten euch gar nichts gebracht. Komm, ich mach Huckepack, wer will? Ich bin nett, ich bin für Jumping Puzzle zu doof. Laurent? Also. Ah, Laurent, versuch doch mal von hier da rüber zu. Oh, also, da wo ich stehe und dann zur Treppe. Oder von der Treppe zur Treppe. Die anderen gleich. Möchtest du das denn? Nee, ich lass dir da den Vortritt. Ich bin da ganz sicher. Da hat man schon wieder Lust mitzumachen. Ja, dürftest du aber leider nicht, damit du den Weg nicht verrätst. Ja, ich weiß. Überhaupt hin? Wer springt jetzt zuerst? Ich stehe in der Luft. Hier kann man in der Luft stehen. Hm, was? Wo? Oh. Ja, besser. Auch gut. Ich hab die Vermutung, dass wir eher gesagt haben. Ah, verdammt. Ja. Ich kann da wunderbar vor die Wand knallen. Und... Ja, okay. Und wieder runterfallen. Ah. Und wieder runter. Okay, ich bin. Wieso springt das? Ja, sieht aus wie eine Clowns-Nummer, ja. Ja, alle. Oh, da haben wir aber eine ganz, ganz weit vorne im Moment, Doreen. Ja, ich. Das hatte ich weiß aber nicht, wo
Irgendwie ist der Pelz zu schwer. Sieh nur aus. Hab ich nicht. Gamer, hopp. Ich hab es wartet, bis der Marco da weggesprungen ist. Ja. Meinst du das safe da rüber? Nee. Wo ich jetzt gerade rüber gesprungen bin? Nee, da wo ich. Achso. Du müsstest gucken, hier der silberne Balken unter mir, ob du da hinhüpfen kannst. Hier rechts von dir. Da, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade irgendwie. Der jetzt geradeaus von mir. Ja, genau. Der ist halt eine Wand höher, ne? Das ist mein Problem. Nee. Aber sonst hast du doch eigentlich nichts im Umkreis in der Nähe gerade, oder? Ja. Boah. Ach doch, ich. Also, ach, ey. Komm schon nicht beim ersten Punkt. Ich erwähne es nicht der Einzige, der erste Punkt. Einfach nah dran stellen und dann. Ja, ja. Ja, genau, das mache ich die ganze Zeit und knall immer wieder davor. Ja, knapp, Marco. Das war knapp. Ja, aber. Da war gut aus. Ja, ja, war klar, ja. Also nach den ersten zaghaften Sprüngen und so weiter seid ihr jetzt schon richtige Flohbande geworden. Kann nicht jeder behaupten, er hat sagt Flöhe hat. Ich heute schon. Yay! Wenn einer schon draufsteht, dann funktioniert das nicht. Oh, jetzt gibt verlässt er es aber Gas. Dicht gefolgt von Marco. Ja, ich. Och! Auf einmal durchgeplupst. Gerade ging's. Gerade bist du vor die Ecke gesprungen und. Ja. So, jetzt guck, wie Marco das macht. Ja. Elegant. Jetzt wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, ich möchte das so auf 4 Leute begrenzen, sonst wird es ein bisschen eng auf den Plattformen. Ich glaube, mehr als einer ist schon teilweise zu viel. Ich gucke immer gerne erst zu. Da, jetzt Nesseln ist als nächstes da oben. Hab Platz gemacht. Gamer, der den Vorreiter gemacht hat, bekommt jetzt den vorletzten Sprung nicht mehr hin hier. Weil der ein höher ist, wie man denn da hochkommt. Doreen, wo bist du hier hingeflogen? Da, Marco hat's geschafft. Einmal dicken Applaus, bitte. Die also große. Man da weiter. Einfach, ich bin einfach bis zur Ecke gegangen, ohne Sprint, ohne irgendwas einfach hoch. Von hier. Boah, ist das jetzt gemein! Und darüber? Ja, und hier auch einfach ganz. Jetzt wird's knackig. Boah. Boah, das wird jetzt knackig hier, Leute. Du schaffst das. Ja, 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 ja. Immer, ich bin auch nicht Batman oder Spider-Man. Ach, Quatsch. Spider-Bat. Aber das ist immer die Motivation für die anderen, wenn man sieht, es geht tatsächlich weiter. Wieder dazu. Mir ist einer dazwischen gesprungen. So, jetzt einmal gucken hier. Okay, Doreen ist wieder dabei. Gut, die macht das schon aus dem Doppel-F. Das geht schon. Nein! Wie geschnitten Brot. Komm ich halt nicht weiter, ne? Alles andere. Kein Ding. Bist du gesprintet oder bist du einfach gerade zum Ball gesprungen? Alles immer mit dem Sprintsprung. Oh Gott. War ja nix. Nee, da hast du Sprint aber vergessen. Sprung klappte, nur Sprint vergessen. Hey, vorwärts laufen war das. Gut.
Warum? Hat bei dir Sprungtaste nicht, Nesslin, oder? Irgendwie springt der bei mir dann. Also du brauchst am Anfang dann nicht mit Anlauf drauf. Du kannst dich einfach davor stellen und dann hochhüpfen. Das ist noch so von früher aus. Hm? Was mach ich denn? Ich Vollpfosten, ey. Nicht aufregen. Aber es sah elegant aus, wie du so einmal so... Ja, danke. Bitte. Ist doch immer irgendwie elegant alles. immer das Schöne an der Situation. Ja. Jo, jetzt so ein der bisschen... Tolle kommt nachher noch mit dem Ansprung an die Leiter. Das wird noch viel lustiger. Mhm. Das Knifflige, das kommt mit der Leiter da oben, dass du dann ewig wieder abstürzt. Oh, Dori, ey, Dorin! Oh. Also, das... So, wenn du einfach springst und einfach springst... Wow! Also, das war allererste Sahne. Das war wirklich... Sehr gut. Ah, die erste ist da oben, okay. Oh, mein Herz ist stinkt. Ja, die zweite, Marco war Vorreiter. Ach, Marco war auch schon da? Ja. Ja, bis zur Leiter, ja. Muss ich die Leiter an? Ja. Oh, Dorin hat die Leiter. Sehr schön. Mein Gott. Jetzt wird's kompliziert. Wie kriege ich die Ebenen unter Kontrolle? Hebst du. Das ist halt jetzt die Frage, wo... Kann man hier nicht einen Speicherpunkt machen? Ja, das so Ebene für Ebene, ne? Das wäre was. Wär zu einfach. Ich komm da nie wieder diese Wailing hoch. Also die Leiter war jetzt überhaupt kein Problem. Ne, aber. Ui, 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 okay. Ich wollte erst auf die Schräge, ich war mir aber nicht. Ich kann gerade nicht kochen, ey, ich muss da gucken gerade. Oh, ich wink dir. Oh, ich muss einmal umrühren, geht nicht anders. Ja. Einmal durch die Suppe rühren. Boah, hab ich schmutzige Hände. Ja, ich kann trotzdem gucken. Erzähl das jetzt da. So, wo geht's lang, Dorin? Triffst du die richtige Entscheidung? Ich weiß nicht, ob ich wieder zurück soll und hier hoch oder ob Nein. ich. Nein. Oh. Naja. Oh. Das ist aufregend. Ich brauch Popcorn. Nein, jetzt weiß ich. Jetzt ah, weiß ich nein! Okay. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich bei Guild Wars aufgehört habe. Ja, da gab's ja diese komischen Dinger, die man da suchen konnte. Die scheiß Jumping-Puzzles. Ja, genau. Ach! Die Suppe ist angebrannt. Bitte? Suppe jetzt angebrannt. Nein, die ist fertig. Ich füll mir gerade auf. So verlässt ihr es. Ausdauer und dann gib ihm. Jawoll! Verlässt ihr es, jetzt geht's weiter. Nein! Ach komm! Die Sprinten ach, vergessen. Ja. Oh. Nee, letztes Mal bin ich mit Sprinten drüber gesprungen. Da war also ich mir definitiv dieses. diesen Mario-Sound, ja, den müsste ich mal gucken. Ja. War das nicht eher Tetris? Das war Tetris. Ach ja, stimmt, genau. Dieses, ja, stimmt, das war Tetris. Die Wand muss zurück. Ach recht? Nee. Ich bin jetzt genau dazwischen durchgefallen. Jawohl, Marco hat's geschafft, er ist wieder auf dem Weg zur Treppe. Dorin guckt nochmal, wie es von unten so aussieht. Ja, ist. So, erstmal. Ey! Kann mir mal jemand hier die Leiter hinbauen? Hier so, an der Stelle, wo ich jetzt stehe, bräuchte ich jetzt eine Leiter. Ich baue eben den Parcours um Sekunde. Ich warte. Ja, unter dem Motto, jetzt hängt da dran, jetzt knicken wir die Leiter wieder weg, ne? Genau.
So, und Nessel macht Pause. Mhm. Okay. Kaut. Ein bisschen Finger regenerieren. Nervennahrung. So. Es ist wie in der Schule, da diese eine Mädelsgruppe, die dann immer nur am Quatschen sind. Ja, er hat's geschafft. Marco hat's geschafft. Er ist auch oben. Weit oben. Die Leiter geschafft. Oh, okay, da war ich gerade überlegen. Also peu à peu ackert man sich hier hoch. Gamer ist auf der anderen Seite. Dick Applaus. Ich glaube, da ist die Frustration mittlerweile extrem hoch gewesen. Supi. Sehr schön. Lass uns doch jetzt mal ein Seil runter. Genau. Ach, habt ihr die Kiste mit den Leitern gar nicht gefunden? Oh. Oh. Ja, wenn man hier runterfällt, dann fällt man genau vor dem Pillar. Boah, mein Charakter hat bestimmt schon Jena-Schüttung. So. Okay, Marco wartet oben. Ich denke, der wird jetzt euch auch erstmal über die Schulter gucken und augenblicklich Finger trocknen. Kann er erstmal eine Stündchen warten? So, verlässt ja. Es hat's auch fast geschafft. Steht vor der Leiter. Oh, okay, ich mach die hier dazu. Das sieht gut aus. Da, zu der Leiter? Ja. Warum springt er denn da nicht hoch? Ich glaub's doch nicht. Das ist doch. Guck dich nochmal um, verlässt ja. Du hast die falsche Leiter gerade im Fokus. Ich hab die falsche Leiter, ja. Sorry. Hält mich raus. Und. Nein! Ah! Oh. Ah, du warst doch fast. Einfach springen und eben. Draußen nicht. So, Neslin, die räumt das Feld jetzt von hinten auf. Jetzt kommt der Durchmarsch. Okay, Entschuldigung, ich bin jetzt ruhig. Ich verunsichere vielleicht. Alles gut. Ja, da! Da! Ja. Jawoll! Oh. Neslin, hey! Klasse! Supi! Supi, supi, das sieht gut aus. Jawoll! Neslin ist oben! Eine weitere Hürde geschafft. Jawoll, Gratulation! Glückwunsch! Sehr schön! Genau, erstmal Piorette drehen, Party machen. Ja, Neslin, wartest du auf mich? Ich brauche nur noch eine Dreiviertelstunde. So, hast du ein Bett mitgebracht? Dann kannst du dir einen Spawnpunkt einrichten. Ach, mein Gott, das ist doch scheiße. Das kotzt mich so weit von an. Ah, springen vergessen. Das ist immer so das Ärgerlichste überhaupt, ne? Wenn man so am Ende ist und dann so gedacht hat, scheiße, da war doch was. Ja, endlich hat's einer rausbekommen. Was denn? Na, der Marco. Ach, Scheibe! Und das habe ich nicht gesehen. Ach, Menno. Keine Wiederholung. Ja, ich sag ja, ich teil die Infos. Wenn du Infos hast, teilen. Vorsichtig drauf und dann ganz sachte, das ist diese Ein-Fuß-Tipp-Variante über dem Stein weiterlaufen. So, als wenn du ganz normal am ganzen dicht an die Wand gedrückt. Das musst du dir vorstellen, du drehst dich mit dem Arsch an der Wand und gleitest drüber, wie in den amerikanischen Filmen, wenn die auf dem Fenster sims mit dem Arsch an der Wand da von Fenster zu Fenster kraxeln. Ganz sachte. Sehr schön, so, auf jetzt jeden soll Fall. Soll wohl heißen, ich muss jetzt auf die andere Seite. Umschauen erstmal, so weit wie du, war noch keiner. Ich wollte gerade sagen, wenn du irgendwas siehst, sag es uns. Ja, jetzt weiß ich nicht, muss ich hinterm Fenster und hab da noch Probleme oder muss ich auf den einen Sims und davon hoppla hopp machen? Tja, steige ich ab, komme ich nicht mehr rauf. Das ist eine ganz schön komische Sporthalle. Also, könnte ja mein Kind in diese Schule gehen, ne? Wird sie vom Sportunterricht befreien lassen? Nein! Ja. Okay, da ist es Ende, dann da zurück. Okay.
Oh, was ist jetzt? Stehst wieder drauf. Ja. Einmal ducken. Ich wollte gucken, ob ich oben drauf springen kann wieder. Ach so, gut. Sorry. Ich dachte, du wolltest da an die Ecke. Dann habe ich nichts gesagt. Verdammt. Okay, Mann, du tust mir so leid. So, Marco ist auch wieder unten. Also ist wieder bei euch. Ja. Also irgendwie sind die Spawnpunkte immer hier unten. Was für Zufall. So, Neslin. Jetzt hol dir nochmal den Tipp von Marco. Dann... Marco, seitlich stellen und dann Fuß nach rechts. Ja, du musst gucken, so eng wie möglich an der Wand, immer vorsichtig weiter tipseln. Im K-Modus oder im normalen Modus? Im ganz normalen Modus. Ganz nur an die Wand ranhalten und dann tipp machen. Mehr brauchst du nicht und dann kommst du automatisch dahin. Mach du mal. Und dann, wenn du in dem Knick bist, auf die Aluschiene drauf springen. Sonst wird's nichts. Aber nicht in das Feld reinspringen. Auf den Kante bleiben. Abzuckung. Das ist süß mit dem Tipp. Hab's auch gerade in Vollaufnahme. Die Sache. Oh, jetzt kann ich wieder runter Wasser trinken. Ist da oben nicht irgendwo eine Wasserstation? Nee. Hast du keine Wasserflasche dir mitgenommen? Ah, hab ich. Dann? Solltest du einmal dann wieder unten sein, kannst du dann die Wasserflasche wieder auffüllen, wenn du zwischendurch unterwegs bist. Ich muss das mal eben. Ich habe eine zweite bei, aber. So, Nestlin umgucken. An die habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Aber ich hatte wieder den Rückläufer. Ja, den hatte ich auch. War dann nur doof bei dem Jump jetzt. Doreen, beim Übersetzen mit. Ja. Oder ohne? Ohne. Stück für Stück vorsichtig vorhüpfen. Nee, da bin ich ja schon. Bin beim Übersetzen. Ich habe mit Sprint gemacht. Und unten gelandet oder bis oben? Oh. Oben, ich bin aber runtergehüpft, weil ich das. Oh. Jawohl. Neslin ist auch auf dem weiteren Catwalk oben. Bleibt da noch. Kleine Hopser, jawohl. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Neslin ist gerade ganz weit vorn. Jawohl, geschafft. Gut, dass du mit barfuß bist, dann hat dir in den letzten Bodenhaftung noch gegeben. Du. Gut. Alle auch still. Alle wollen Doreen nicht ablenken. Nur ich bin der Typ, der daneben quasselt. Joch. So. So weit wie du warst, jetzt noch keiner. Ich guck mich ehrlich gesagt mal. Ist auch gut. Weil es bleibt und ist ja ein Escape Room. Ja, auch. Und was gibt's dann als Belohnung, wenn man durch ist? Ein Lutscher. Ach, wie uncool. Also in erster Linie ging es ja um den Spaß. Belohnung war jetzt nicht geplant. Man rackert sich ja wie man will. Ne? In der Schule gibt es ja auch eine Note. Ja gut, eine Note kannst du von mir kriegen, das ist kein Ding. Darauf habe ich keine Lust auf eine Note. ich bin gespannt. So, ich glaube, Neslin ruht sich erstmal hier oben aus und wartet, bis sie Gesellschaft hat. Ich habe geguckt, ob man vielleicht von uns irgendwas sieht. Mein Gott, ne, ey. Ich glaube, vor Stress fange ich wieder an zu rauchen, ey. Nein, das will ich nicht. Dann breche ich hier ab. Mein Einer einen Cocktail mit nach oben bringen. Ich trinke jetzt einen.
Essen, ich komme. Du müsstest ja, aber doch Essen trinken haben. Oh, guck mal, Doreen ist auch jetzt mittlerweile oben. Bist du gesprintet oder nicht auf die? Ja, bin ich. Aber die anderen ohne. Langsam, langsam, mach Pause. Mein Gott, jetzt schaff ich das noch nicht mal mehr, ey. Ja, genau. Sollst die nicht da runterschubsen, nur... ne? Ja, ja. Häschen hüpf, Häschen hüpf. Sehr schön. Ja! Jawohl! Ständig seitlich und wieder seitlich laufen. Wenn du da runterfällst, ich... dann fällt aber doch. Oh, ja! Oh, knapp. Mit Sprint! Ich kann nicht. Ich schaffe das. Jawohl! Jawohl! Die Damen sind vorne! Nesseln und Turin sind im Moment beim Parcours ziemlich weit vorne. So, als Info, das heißt, die stehen euch bestimmt gleich gerne mit Tipps und Tricks parat. Weil, wenn wir jetzt die andere Richtung gucken, dann hast du halt nur da vorne die Rampe. Ja. Ja. Und da, von da aus sehe ich nichts, wo es weitergeht. Weil von der Brücke hier links über dem D geht's nach links ja nicht weiter. Ja, aber wie sollen wir da hin? Was ist? Ja, vom D aus rückwärts schaffst du es nicht. Okay, lässt sich den ganz einfach. Und ich sag dir, ob es richtig obwohl, ist. Obwohl, es sind zwei Felder. Ne? Knapp. Ich wollte da oben drauf, aber. Ist hier... Sonst versuch doch von da hier rüber. Hier aber sie ist eine drei tiefer. Drei. Und einmal ganz dicken Respekt an Gamer Ballestias, die unten kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ja. Ja. So, Doreen ist wieder in den Hasensprüngen. Oh Gott, die sind am schlimmsten. Boah. Ich fieber echt mit, wenn ich das sehe. Das ist so hart. Das ist aber auch. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, der Sam ist ein kleiner Sadist, ey, wenn ich das hier sehe. Puh. Ja. Ich werde doch noch lauter reden. Klein. Entschuldigung. Ich habe dich gerade jetzt lauter gemeint, jetzt muss ich wieder leiser machen. Ja, sorry, ich hatte das Hetze wegen den Keks und ich habe mir gerade einen verdient umgeklappt. Ach, du bestimmst selber, ob du das verdient hast? Okay, gibt's jetzt erstmal ein Minus von deiner Note. Klatsch. So, da haben wir einen weiteren Jump geschafft von Doreen. Oh mein Gott. Jawohl, Doreen ist ziemlich weit vorne. Und damit haben wir den ersten, der den dritten Raum erreicht hat. Glückwunsch an dieser Stelle. Dicken Applaus. Jetzt weißt du, kannst du uns also verraten, wie es geht. Okay, mal soll ich vorgehen? Ja, gerne. Ich glaube, es ist einfach nur spannender. Kann man hier oben nicht irgendwo Fallnetze machen? Ich habe es noch nicht einprogrammiert ins Game. Also ohne Speed, ne? Ja, einfach. Du brauchst nicht springen, einfach nur tipp, bis in die Ecke da rein, wo du hin musst. Oh nee. Das ist nur Vor- und Sprung. Du brauchst keinen Speed dahin. Ja, dann gucken, dass du das Gleichgewicht. Und dann musst du nur gucken, dass du drauf kommst. Alles andere ist irrelevant. Hier gehe ich gleich unten. Nee, ein bisschen Anlauf. Dann nur Vor- und Springen. Ja, siehst du, bist drauf. Glückwunsch im Doppelpack, Gamer, dass du da bist. Das ist dann für den weiteren Sprung. Kleine Hasenhüpferstrecke ist jetzt angesagt. Oh, ein Übersprung. Mutig. Das war mutig. Aber ich glaube eher unbeabsichtigt, oder? Ja. Sehr schön. Ich habe gerade Herzrasen. Okay, wie gesagt, vergesst nicht, euch umzublicken. Ihr seid in einem Escape Room. So, da sind wir an der Sprungpassage. Ja. Deswegen geschafft. Deine Sachen, ja, das auf den so, und jetzt da B. Rechts rüber auf die Aluplatte. Ja.
Mein Gängerknab. Und tschüss. Na und. Wow. Ach Mann. Doreen, ja. Wie war jetzt das weitere Vorgehen von der Plattform? Was von der Plattform? Und Markus auch an den Hasenhüpfern? Ja! Neslin ist auch Grenze dritter Raum. Sehr schön. Marco, ganz knapp. Okay. Ja, was zu essen mitgebracht. Jawohl. So tief atmen. Jetzt von hier nach da hinten hin. Ja, fantastisch. Ich hasse es. Ich hatte den Wort gleich unterm Schreibtisch. Ja. Das macht nichts. Oh, oh. Rückspringen. Jetzt hatte ich den gerade geschafft. Oh, hat er nicht gemacht. Sehr schön, Marco. Auf Anhieb. Ja, und nu muss ich nach unten. Hol dir Infos von den Mädels. Siehst doch, wo bist du genau, Marco? Auf der 4 gegen Platte, auf der anderen Seite. Ja, von da. Jawohl, geschafft. Und jetzt in das Loch. Auch jetzt Marco ist in Raum 3. Was nicht heißt, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Ich kann nur noch mal wiederholen, ihr müsst genau gucken und lesen. Ja, weil ich glaube, uns fehlt nämlich mal. Fehlt uns denn? Ja, irgendeine. Gamer, ich hab das übersehen, Mensch. So eine Scheibe. Was? Oh ja. Hat er ganz heimlich gemacht. Auch er ganz gekommen. Ganz still und heimlich. Oh nein, ja. Okay. Naja, nicht abgesprochen. Marco, ja. Tipps? Also, ja, Moment, aber. Ja, da musst du knurren. Ist aber nett, wenn du wieder zu mir zurückkommst. Ich bin mit Speed hier rüber und hab dann irgendwann losgelassen, weil ich nur noch gleite. Aber wie gesagt, ja. So, jetzt stehe ich aber trotzdem hier. Jetzt kannst du gucken, ob du irgendwie schaffst, rüber zu kommen. Nee, versuch du erst. Ich warte hier. Damit du deine Ruhe hast. Ich will nicht oh, schlafen. Alles gut. Ich will. Ah, ich auch. Wir treffen uns immer an der gleichen Stelle. Ja. Ja, wie gesagt, ich vermute mal, dass das nicht so wirklich der Hand und Fuß hat. Irgendwie. Da kommst du nicht so wirklich drauf. Da ist alles ein bisschen. Der Spitze. Ihr drei hier auch am Hopsen. Das ist jetzt gerade Pari. Ihr seid jetzt alle gleichzeitig im gleichen Augenblick gesprungen. Sieht gut aus. Übung. Alles üben. Nein. Und das ohne Absprache, das ist das Geile. Ja, aber ich weiß nicht, wo du her hattest. Ich hab die bis jetzt immer noch nicht gefunden. Die ist oben in dem kleinen Häuschen oben, wenn du oben angekommen bist. Von innen drinnen. Ja. Was steht da von außen vor? Ah. Nee. Ach nee, das war ja da oben. Stimmt, das war ja da. Entschuldigung. Okay, dann tauschen wir doch einfach mal das A. Durch die. Also 5 Buchstaben, 5 Zahlen. Ja, ein Buch, 4 Zahlen. Nein, 4. Wir haben A, B, C und D. Bei D wissen wir definitiv. Dann habt ihr doch alle zusammen. Aber das müsste dann. Ich hab's offen. Was wart jetzt? Glückwunsch. Ich hab das so auf meinem Zettel stehen. Warum ging das nicht? Keine Ahnung. Türe ist offen. Ja, das hatte ich vorhin auch, dass das Panel nicht
erste Zahl akzeptiert hat. Aber wir sind jetzt erst aus der Schule raus. Oder aus der Sporthalle. Und jetzt brauchen wir ja noch den Ausgang. Die Türe war eigentlich der Ausgang. Es gibt ja nur die zwei Türen. Eine Ausgang. Es gibt noch eine auf dem Zaun. Ja, genau, der Zaun fehlt.